Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns ein ganz besonderes Achievement angucken. Und zwar geht es einmal um den Hard Mode in der neuen Instanz Dämmerung der Ewigen. Und dazu gibt es auch einen Erfolg und der heißt, legt das zurück, wo ihr es her habt. Für diesen müssen wir Folgendes machen. Wir zwingt in einem einzelnen Durchlauf alle Bosse in der Dämmerung der Ewigen und stellt die vier zeitverlorenen Artefakte wieder her, ohne den Verlust eines Spielercharakters auf die Schwierigkeitsstufe mythisch. Okay, als allererstes müsst ihr in die neue Instanz rein, Dämmerung der Ewigen. Die befindet sich, Moment, ich zeig's auf der Map, hier oben bei den Koordinaten 61, 84 in Taldrassus. Wenn ihr dort drin seid, ja, müsst ihr die komplette Instanz durchspielen. Das sind insgesamt 8 Bosse und ihr dürft in der kompletten Instanz keinen einzigen Toten haben. Heißt, ihr müsst die Mechanics richtig runterspielen. Ich werde jetzt hier nicht auf jeden Boss an sich eingehen. Ihr solltet hier eh ein paar Runs machen mit vielleicht einer festen Gruppe, so habe ich zumindest gemacht, um das euch so ein bisschen einzuspielen. Ich werde euch aber dennoch ein paar Tipps geben. Als allererstes, wir müssen nicht nur die Instanz quasi ohne Toten durchspielen, sondern wir müssen auch noch bestimmte Objekte aufsammeln. Und zwar sind es insgesamt 4 Stück zeitverlorene Artefakte und die befinden sich auf verschiedenen Spots in der Instanz. Und zwar haben wir den ersten von diesen Dingern quasi, wenn wir den zweiten Boss getötet haben. Also wir kommen quasi hier raus, wenn wir den ersten gekillt haben, töten hier den zweiten. Und dann haben wir hier hinter dem Portal, wo es weitergeht, hier eine so eine Sanduhr stehen. Ja? Wie die aussehen, zeige ich euch jetzt mal kurz in meinem Run. Da haben wir die einmal aufgehoben. Ihr seht, hier der eine Spieler hat die schon quasi einmal drauf. Und ich sammle jetzt hier gerade die zweite auf, denn die zweite befindet sich dann auf der Plattform von Tür, also wenn ihr den getötet habt. Ihr habt dann einfach diese Sanduhr auf dem Kopf, habt hier auch einen Debuff und ihr habt auch einen Extra-Button. Wichtig, diesen Extra-Button einfach nie drücken. Ja? Wenn ihr den drückt, stellt ihr die Sanduhr auf. Ihr könnt die dann wieder aufheben, beziehungsweise ein anderer Spieler kann die wieder aufheben. Am besten einfach in Ruhe lassen. Bei uns hat im kompletten Run die Leute einmal die Sanduhr aufgehoben und sonst nichts mit dem Ding gemacht. Die fallen zu lassen ist eher blöd, das bringt euch einfach nichts. Ne? Es ging ursprünglich mal das Gerücht drum, man kann keine Movement-Speed-Fähigkeit ziehen, wenn man diese Sanduhr drauf hat. Stimmt aber nicht, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Das Einzige, was nicht geht, ist aufmounten. Ne? Aber gut, ob ihr jetzt hier aufmounten könnt oder nicht, ist eigentlich relativ wurscht. Eure Speed-CDs könnt ihr ziehen, genau. Also das hier müsst ihr euch holen und zwar insgesamt 4 Stück. Und wie gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Positionen, wo die sich befinden. Und zwar die erste, wie gesagt, haben wir hier hinter dem zweiten Boss, glaube ich, am linken Pfosten von Portal. Die seht ihr übrigens nur, wenn kein Spieler gestorben ist. Sobald ein Spieler gestorben ist, seht ihr die Teile nicht mehr. Ne? Dann gehen wir jetzt hier mal komplett durch. Die nächste ist, wie ihr gesehen habt, bei Tür. Die liegt dann einfach hier auf der Plattform, sobald ihr den Boss getötet habt. Und dann die Nummer 3 und 4 liegen einfach in der Mitte auf der Plattform, wenn ihr Morchi getötet habt, beziehungsweise wenn ihr hier ja, dieses zeitverlorene Schlachtfeld absolviert habt, ne, dann kriegt ihr quasi die dritte beziehungsweise vierte, welchen Boss ihr dementsprechend als erstes macht. Soweit so gut. Heißt, ihr spielt alle Bosse einmal runter und holt euch diese 4 Uhren. Die müssen 4 verschiedene Spieler tragen. Und die müsst ihr dann mitnehmen zum Endboss. Und beim Endboss müssen wir damit was machen. Da kommen wir jetzt aber gleich hin. Bevor wir jetzt uns aber den Endboss angucken, will ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar, wie gesagt, ich werde euch jetzt nicht jeden Boss erklären, weil da müsst ihr selber ein bisschen euch einspielen mit eurer Truppe. Aber kleiner Tipp am Rande. Und zwar bei Morchi. Jetzt muss ich bloß gucken, wo wir den Fight haben. Ich meine, wir haben... Ich habe mir das mal ein bisschen aufgeschrieben. 47. Da hinten müsste ich ihn haben. Nee, wo haben wir ihn? Bei Morchi haben wir nämlich einen kleinen Trick angewandt. Und zwar, jetzt muss ich bloß schauen, wo ist er denn? Ach, die haben wir vorher gekillt. Ah, seht ihr, da ist die Zeituhr in der Mitte von der Plattform. Bei Morchi haben wir es so gemacht, dass wir die nur zu dritt gespielt haben. Und zwar haben wir 2 Melees dabei gehabt, einen Krieger und einen Paladin. Und die haben wir beide geparkt. Und zwar, wir können ja dann auf diese Plattform hier drauf laufen. Und durch das Portal kommen wir quasi hier einmal hin. Und die 2 Spieler haben wir einfach hingepackt vor dem Portal. Und ich kann euch auch zeigen, warum das der Fall ist. Das Problem ist, Morchi hat sehr viele Intermission-Phasen, wo dann dementsprechend man so Spiegelbilder
von sich selber kriegt. Die muss man dann quasi in so Zonen reinkiten, beziehungsweise sie schießt zum Schuss nach vorne raus. Und im Endeffekt, ich sag's euch ganz ehrlich, bei dem Kampf lohnen sich Midis fast gar nicht. Ja? Also das kannst du knicken. Wir hatten auch das Problem gehabt, dass wir zu wenig von diesen Flächen hatten, um dementsprechend diese kompletten Spiegelbilder reinzukiten. Ja? Also ab einem gewissen Punkt gab es keine Flächen mehr. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das mit 3 Spielern nur zu spielen. Dafür, man kriegt die gleiche Anzahl an Flächen hier, aber es sind halt nur 3 so Spiegelbilder, die einen verfolgen. Und ehrlich gesagt, die Midis, weil sie die ganze Zeit von ihren Mobs weglaufen müssen, beziehungsweise dann musst du wieder hinter Mäuchi laufen, wenn sie dementsprechend ihre Spiegelbilder ruft, kommen eigentlich so gut wie nicht zum Schaden machen. Also die haben eh fast keinen Schaden gemacht und dadurch, dass wir 2 Spieler rausgepackt haben, haben wir sehr viele Flächen und konnten eigentlich uns ganz easy immer hinter die Fläche stellen und dementsprechend mussten wir die jetzt nicht kiten. Müsste das so machen, müsste nicht unbedingt, für uns war es tatsächlich so leichter und dann war der Kampf wesentlich sicherer. Wir haben zwar länger gebraucht, na, das ist auf jeden Fall, wenn du nur mit 3 Leuten das spielst, aber im Endeffekt war es die sichere Variante. Wir haben das jetzt 2 Wochen hintereinander so gespielt und das war dann eigentlich wesentlich einfacher als mit allen 5 Spielern. Also nur das so als kleiner Tipp. Eventuell könnt ihr das auch so spielen, wenn ihr auch ein paar Mili-Chars dabei habt. Hilft vielleicht dem einen oder anderen. Genau, so viel dazu. Dann wollte ich noch was anderes zeigen und zwar, jetzt gucken wir mal. Da habe ich die Mark schon gesetzt. Ah ja, hier war das. Wenn wir jetzt beim Endboss sind, müssen wir ja diesen extra Button loswerden, beziehungsweise diese Uhr hier loswerden. Und zwar, wir haben unsere 4 Uhren auf 4 Spielern und jetzt ist es so, dass wir die beim Endboss quasi einsetzen müssen, ja. Und das läuft, indem wir dementsprechend in den 4 Portalen in der ersten Phase diese Uhren quasi ablegen, ja. Und da setze ich hier gerade schon die Marks für diese 4 Portale, wo die Advents scheinen. Die sind immer auf dem gleichen Spot, das spawnen nämlich in der ersten Phase beim Endboss jeweils ein Ad alle paar Sekunden und diese Ads öffnen Portale und aus diesen Portalen kommen Mobs raus, ne? Soweit so gut. Und jetzt müssen wir quasi diese Uhren holen, wie gesagt, keiner darf sterben, 4 Leute müssen die Uhren dabei haben und dann ist es so, dass wir nicht den Extra-Button klicken müssen, sondern es muss nur ein Spieler mit einer Uhr neben so einem Portal stehen und dann wird die Uhr quasi aufgesaugt vom Portal und wenn alle 4 Portale jeweils eine Uhr aufgesaugt haben, ja, dann habt ihr die Voraussetzung für das Achievement soweit fertig. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Also, wir haben hier den Boss einmal gepullt, ne? Und am Anfang passiert jetzt noch nicht sonderlich viel. Im Optimalfall zieht ihr den gleich zum ersten Portal hin und guckt, dass ihr ihn da tankt, bis das Ad kommt. Übrigens, hier diese Fähigkeit, ne, wo ihr dementsprechend rauslaufen müsst, da werde ich gleich noch was zu sagen, da... Das ist so ein bisschen tricky, das ist, glaube ich, das Schwerste hier in der Instanz. Seht ihr, jetzt ist mein Extra-Button verschwunden. Und auch der Debuff ist verschwunden, also ich musste nichts klicken, nicht den Button drücken, sondern einfach nur neben dem Portal stehen und schon sorgt es den Buff auf. Ja? Mehr müsst ihr nicht machen. Genau, jetzt wollte ich noch was sagen zu diesen, zu der Mechanik mit diesen Zonen. Ne? Die 2 Spieler, die weg vom Boss stehen, also wenn ihr 3 Midis habt und 2 Leute, die weg vom Boss stehen, kriegen immer diese Fähigkeit ab. Ne? Wenn ihr das, wenn ihr mehrere Ranged Idees habt, könnt ihr es theoretisch auch so machen, dass ihr die dementsprechend auch an den Boss ranstellt, dann dürften die, glaube ich, auch als Mili zählen. Und ja, dann könnt ihr das halt auf 2 Leute fokussieren, dass die das immer abkriegen. Und wichtig ist, einer sollte sofort rauslaufen und dann gibt es nämlich einen Debuff und der andere darf erst rauslaufen, wenn der Debuff ausgelaufen ist, weil der verursacht, oder dann kriegt man, glaube ich, 300% mehr Schaden von dem und das one-shottet halt schon relativ schnell. Ihr dürft auch nicht zu spät rauslaufen, das war nämlich bei uns auch in einem Run das Problem, weil sonst spawnt schon wieder das nächste, dann lauft ihr zu spät raus und dann überlappt es mit dem nächsten, was schon gespawnt ist, also da solltet ihr auch vielleicht nochmal aufpassen. Also das sind eigentlich die 2 Sachen, die schief gehen können, meiner Meinung nach, dass beim Mäuchi, dass man nicht genug Flächen hat und dass hier dementsprechend beim Endboss man das mit dem Debuff-Management nicht so ganz hinkriegt. Mehr ist es nicht. Ihr solltet euch vielleicht vorm Kampf absprechen, quasi mit den 4 Uhren, wer zu welchem Portal dann hinläuft und seine Uhr reinwirft, ne? Und ja, sobald ihr das gemacht habt, alle 4 Uhren quasi einmal in den Portalen gelandet sind, könnt ihr den Boss umhauen und dann habt ihr das Achievement. Wie gesagt, keiner darf halt sterben während dem ganzen Run, auch nachdem ihr die Uhren reingehauen habt, dürft ihr nicht sterben, soweit ich weiß. Und ja, mehr ist es tatsächlich nicht, was ich euch da jetzt noch zeigen kann. Und ja, dann drücke ich euch mal die Daumen, hätte ich gesagt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne meine anderen Videos noch auschecken. Ich habe zu den anderen Achievements hier in dem Dungeon beziehungsweise auch alle möglichen anderen Sachen schon Videos aufgenommen. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt sie gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.